Boss-Time in Demon's Souls, liebe Leute, wir ziehen gegen die Panzerspinne in den Kampf. Sie sieht schlimmer aus, wie sie eigentlich ist. Ich habe zum Anfang ein bisschen Panik gehabt, weil so ein komischer Riesenboss dort steht. Aber eigentlich ist er nicht schwer. Ich erkläre euch ein bisschen, was er macht und wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Genau, und dann kriegt ihr die auch locker gelegt. Ihr seht schon, zum Anfang habe ich ein bisschen mit Magie drauf geballert. Und ja, bin nicht ganz rangekommen. Man muss eigentlich eine gute Entfernung zu der Spinne haben. Man darf aber auch nicht zu weit weg sein, weil sonst trifft man sie nämlich nicht, wie ihr hier gerade seht. Genau, hier haben wir sie gerade wieder getroffen. Die macht immer zwei, drei Sachen. Das ist einmal mit dem Feuerball schießen. Da müsst ihr einfach ein bisschen ausweichen. Und wenn ihr weiter hinten seid, dann trifft es euch da auch nicht. Das zweite, was du machst, seht ihr jetzt hier, die schießt mit so Netze. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr da drin steht oder wenn sie euch gescheit trifft und ihr steht richtig drin, dann trifft sie euch auch dann mit dem Folgeangriff, mit dem Feuerball. Wenn ihr aber eure Energie voll habt, dann könnt ihr da auch nicht sterben. Also ihr sterbt auf keinen Fall dort. Ihr müsstet immer nur schauen, dass eure Energie voll ist. Genau, ihr seht, hier hat sie mich gerade getroffen. Und ja, gleich wieder auffüllen und dann geht es auch schon weiter. Ihr seht schon, guten Fünftel haben wir ihr schon abgezogen. Genau, die macht eigentlich immer das Gleiche. Schießt mit ihrer Feuerbälle und ja, genau. Ich denke, dass die einfach ein bisschen Übung ist. Und dann schafft ihr die auch ganz locker. Hier gilt auch wieder das, was ich halt dann später im Kampf gemerkt habe. Ich habe die dann wieder mit Pfeil und Bogen gemacht, wie auch schon ein paar andere Bosse bis jetzt. Ja, weil der Pfeil und Bogen halt einfach, die hat, finde ich, eine größere Reichweite und trifft auch schneller. Und somit habt ihr da weniger Probleme. Gut, Leute, ich lasse es jetzt euch mal allein. Ihr könnt euch den Kampf noch ein bisschen anschauen. Und vielleicht könnt ihr da ein bisschen was draus ziehen. Also ein kleines Fazit draus ziehen, wie ihr das da macht. Und ja, sieht schlimm aus, wie sie ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Kampf. Und wenn ihr Bock habt, schaut auch ruhig gern noch auf dem Kanal vorbei. Da habe ich noch ein paar andere Bosse, was ihr euch angucken könnt. Und ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Viel Spaß. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi. There's no time for me. I've been flying from town to town.